Hallo zusammen, ich habe eine neue Kühlbox im Sortiment, die löst die B20 ab. Jetzt ist es die 21er, ob sie schon gleich groß ist. Wir haben noch die größere, die B31. Da gehen dann 1,5 Liter Flaschen rein. Bei dieser Kühlbox hier gehen die 1,5 Liter Flaschen nicht rein. Liegend kein Problem. Aber stehend, ihr seht ja schon, die Box ist gleich hoch oder fast gleich hoch wie eine 1,5 Liter Flasche. Und von der Höhe her hat sie 36 Außenhöhe. Sie hat eine Breite von 33 und eine Länge von 590 mm. Ist eine Kompressorkühlbox mit diesem Kompressor drin. Das ist ein Danfoss. Noch Seckop ist der gleiche, BD35, der meist verbaute Kühlschrankkompressor für 12 Volt. Auf dem Weltmarkt, und ich sage immer noch, einer der besten Kompressoren, den es überhaupt gibt. Preislich auch. Es gibt heute chinesische Nachbauten, die sind heute günstiger. Ja. Diese Box hier, das ist ein Prototyp, der hat 12 und 230 Volt. Diese Box hier hat nur, die aktuellen haben nur 12 Volt. Wir haben im Lieferumfang solch ein Kabel mit Zigarettenanzünder. Und das Beste, was man mit diesem Zigarettenanzünder macht, eine gute Schere abschneiden, Zigarettenanzünder wegwerfen und das Kabel direkt trennen. Wir haben zwei Seiten, das eine ist gerippt, das Kabel, und das andere ist flach, und das gerippte ist die Minusleitung, die auf Minus hängen, direkt auf die Verteiler oder noch eine Sicherung dazwischen, und die andere auf Plus. Fest anschließen, wenn ich die Box im Fahrzeug brauche, kann ich die Box, das Kabel im Auto sein lassen, das bleibt im Auto liegen. Und wenn ich die Box zu Hause betreiben will oder sonst irgendwo, dann gibt es zum Beispiel, jetzt wird es schwierig, dieses Netzgerät gibt es für LED-Scheinwerfer. So ganz spezielle Scheinwerfer, die haben so einen Stecker hinten dran. Per Zufall passt dieser Stecker auch hier drauf. LED löst ein Desaster. Wir kriegen die Boxen, wenn wir nicht bescheißen, nicht durch die Energienormen durch. Aus diesem Grund verzichten wir auf die Labelung, auf die ganze Zertifizierei und so weiter. Weil Mitbewerber diese Boxen jetzt anbieten, die gleichen Boxen, die brauchen heute plötzlich viel weniger Strom als früher. Und andere, die brauchen auf 220 Volt viermal weniger Strom als auf 12 Volt. Das heißt, dieses Netzgerät, wenn das extern ist oder intern, kommt das Gleiche raus. Da hat einen Wirkungsgrad von 400% bei denen. Bei uns braucht die auf 12 Volt weniger Strom als auf 220, weil wir den Wirkungsgrad vom Netzgerät wegzählen müssen. Somit ist die Box ohne Label, das heißt aber nicht, dass sie schlecht ist. Wir haben einen Energieverbrauch. Ich habe euch hier den Katalog, den verlinke ich euch natürlich unten drin, auf der Seite 6. Und hier habe ich einen Energieverbrauch von 5,7 Stunden pro Stunde bei 5 Grad innen, normale Kühlschranktemperatur, und 25 Grad außen. Das leitet sich aus einer alten deutschen Industrienorm ab, also DIN. Die ist heute nicht mehr gültig. Die wurde abgelöst durch eine EN-Norm. Da wird der Stromverbrauch gerechnet, zum Beispiel bei 16 Grad gemessen. Ja, welcher braucht so eine Box bei 16 Grad? EU-Norm lasse ich jetzt mal weg, was das für ein komisches Teil ist. Wenn ich zum Beispiel
solch eine Batterie habe, das ist eine 100 Amperestunden Lithium-Batterie. Bei dieser Batterie habe ich eine Kapazität von 1280 Wattstunden. Wenn die Kühlbox bei 5 Grad innen, 25 Grad außen 5,75 Watt braucht, dann kann ich diese Box bei 25 Grad außen mit dieser Batterie 220 Stunden, ich habe es nicht mehr mit dem Kopf rechnen, betreiben. Das sind 9 Tage, die diese Box läuft mit solch einer Batterie. Bei 25 Grad außen, also mittelgerechnet, bei 32 Grad Außentemperatur, 5 Grad Innentemperatur, wären es dann nur noch 7 Tage. Die Box hat relativ einen guten Kompressor. Die Box hat hier eine Kette zum Sichern des Deckels. Die 1,5 Liter Flaschen, ihr seht das, die gehen hier nicht rein. Wir haben hier dann noch so einen Absatz plus eine Innenbeleuchtung. Also hier oben ist nicht mehr so viel Platz. Also die Flaschen müsste ich hier ablegen, dass ich den Deckel zukriege. Auch der Verschluss ist gleich wie bei der großen. Ich habe hier solche Riegel, ein bisschen drücken oder einfach fallen lassen, da macht es auch zu. Von der Bedienung her, ich habe hier gleich wie andere Boxen, ich habe einen Ein-Ausschalter. Hier habe ich nur noch eine kleine Kontrolllampe. Also wenn ich den Stecker rausziehe, geht die auch aus. Und wenn ich den Stecker unten den Anschluss wieder reinmache, kommt A01 und sie geht aus. Wenn das der Fall ist, hier ein bisschen lange drucken, circa 3 Sekunden, dann kommt die sogenannte Ist-Temperatur, die Temperatur, die ist in der Kühlbox, also jetzt plus 14 Grad. Hier über Set kann ich einmal drücken, dann kommt 5 Grad, 5 Grad ist die Soll-Temperatur, die Temperatur, die sein sollte. Wenn ich dann drücke, kann ich dann hier runter und rauf stellen mit Plus und Minus von plus 10 bis minus 18 Grad. Wenn ich zweimal die Taste drücke, blinkt hier Grad Celsius. Hier kann ich dann umstellen auf Fahrenheit. Wenn ich nichts mehr mache, geht es wieder zurück auf die Ist-Temperatur. Ist ist momentan natürlich 50 Fahrenheit. Für uns Europäer ein bisschen ungewohnte Werte, aber das ist so. Wieder Set zweimal drücken, dann blinkt Fahrenheit und hier wieder umstellen auf Celsius und wieder warten, dann geht es wieder zurück auf die 8, 9 Grad Innentemperatur. Und wenn ich dreimal drücke, dann kommt Low, High und Med. Hier kann ich den Unterspannungsschutz einstellen. In der Mitte, also Medium, geht einen Moment, dann geht das auch wieder weg, dann kommt wieder die Ist-Temperatur. Schaltet er bei 10,5 Volt aus und bei 12 Volt wieder ein, also beim Standardauto mit einer Standardbleibatterie ist das etwa die halbvolle Batterie. Bei Low geht das runter auf 9,6 Volt, einschalten erst bei 11 Volt. Da wird es knapp, ein Auto wieder zu starten. Aus diesem Grund lässt das Ding laufen auf Mittel oder sogar, wenn ihr ganz sicher sein wollt, auf HI. Weiter haben wir einen USB-Anschluss und eine Notüberbrückung vom Unterspannungsschutz und vom Thermostaten. Das heißt, wenn ihr einfach sagt, jetzt brauche ich Leistung oder irgendwas am Thermostat stimmt nicht, wenn er dann auf Low, auf Emergency läuft, dann und er kühlt, dann weiß ich, es liegt nicht am Kältemittel oder sonst irgendwas, sondern es läuft, das Kühlsystem läuft, es kühlt, es liegt nur an der Steuerung oder meistens eben an der Zuleitung, an der zu schwachen Zuleitung. Wir empfehlen hier zum Beispiel eine Zuleitung, die Länge in Meter von der Batterie bis zur Kühlbox, 10 Meter sollte 10 Quadrat sein. 5 Meter, 5 Quadrat gibt es nicht, dann müsst ihr ein 6 Quadrat nehmen. Also wichtig ist hier die Kühlbox für mich nahe an der Batterie aufzustellen.
oder eben dicke Kabel verwenden. Ich mache euch hier ein Video über den Stromverbrauch der größeren Kühlbox und hier unten ein Video zur größeren Kühlbox, wo man 1,5 Liter Flaschen reinstellen kann. Jetzt noch zur Aktion. Die Box ist die Box und dieser LED-Scheinwerfer Netzgerät kriegt ihr bis Ende Monat, also Ende Mai 2022 bei Bestellungen so geschenkt. Aber eben, ich sage, das ist kein Netzgerät für die Kühlbox, das ist ein Netzgerät für einen LED-Scheinwerfer, aber per Zufall passt er auch hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag.